Stadtverordnung am 3.11. hier in Heidelberg. Wir dürfen heute begrüßen Frau Dr. Köhler und die Frau Schäfer vom AKI-Team und die Frau Eisinger, genau. Ja, herzlich willkommen bei uns hier in Heidelberg im Danke. Kreisverband vom Roten Kreuz. Wir freuen uns sehr auf die Fortbildung, also vielen Dank. Thema wird sein: spezialisierte ambulante Palliativversorgung hier vom AKI-Team in Heidelberg. Generell können wir es gerne wieder so machen: wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne über den Chat schreiben. Daniela wird den Chat betreuen. Also, ihr könnt gerne Fragen inzwischen reinstellen. Wir würden die dann auch weitergeben. Ansonsten die Teilnehmer, wir müssen die jetzt erst einmal heute Abend nochmal händisch rausschreiben und im Nachgang, wenn jetzt irgendeiner nicht die Fortbildung jetzt zertifiziert bekommt, dann gerne nochmal melden. Dann würde ich das Wort übergeben. Vielen Dank Jawohl, und jawohl. euch viel Spaß. Okay, also ich darf Sie hier als Anwesende auch ganz herzlich begrüßen, nicht nur online, sondern eben auch die, die hier vor Ort sind. Und freue mich, dass wir AKI bzw. das, was wir machen, in unserer Arbeit Ihnen vorstellen können. Und immer, wenn Sie Fragen haben, eben auch im Chat gerne fragen und wir können sofort zwischenantworten, überhaupt kein Thema. Ne? Ich habe unsere zwei Koordinatorinnen mitgebracht, einmal die Frau Schäfer und die Frau Eisinger, die oft dann, wenn Sie anrufen, auch am Telefon sind und dann sagen, ja, das und das brauchen wir und kommen Sie nachher auch noch ein bisschen dazu, werden Ihnen da ein bisschen was dazu sagen. Und ich erkläre Ihnen vielleicht erstmal so ein bisschen die Basics, heißt, was ist überhaupt spezialisierte ambulante Palliativversorgung, was brauche ich an Voraussetzungen, damit wir dazu kommen können. Ja, also ambulante Palliativversorgung unterteilt der Gesetzgeber einmal in AAPV und einmal in SAPV. AAPV ist das, was sozusagen Hausärzte, Fachärzte, Pflegedienste selber machen sollen. Das heißt, da gab es auch noch mal extra Gebührenpositionen, dass das zum Beispiel für die Hausärzte besser vergütet wird. Und die SAPV ist eben die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, also das, was wir machen. Und das heißt, man muss bestimmte Zugangsvoraussetzungen haben, die erkläre ich Ihnen jetzt gleich, um überhaupt da aufgenommen werden zu können. Was sind unsere Ziele dabei? Eben die Lebensqualität und die Selbstbestimmung der Schwerstkranken zu erhalten und zu verbessern, nämlich zu verbessern und zu erhalten in vertrauter Umgebung. Und vertraute Umgebung heißt natürlich zu Hause, aber auch Pflegeheime und auch die Hospize sind damit eingeschlossen. Ja? Also wir können in all diesen Orten, wo sich der Patient aufhält, können wir versorgen. Entscheidend ist immer der Wille des Patienten. Das kennen Sie. Ja? Wenn Sie da zum Patienten kommen und der sagt, ich will nicht mehr ins Krankenhaus, dann ist es entscheidend, was der Patient uns sagt. Und genauso geht es uns natürlich auch. Die Qualität der Versorgung wird damit gesteigert. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Und natürlich sollen wir Kosten senken. Das heißt, wir sollen natürlich unnütze Krankenhauseinweisungen, Notarzteinsätze und so weiter einfach verhindern. Das ist einfach vom Gesetzgeber her so auch gewollt. Deshalb ist es damals 2007 überhaupt ins Leben gerufen worden. So, und das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Im SGB V wurde das 2007 verankert. Also es gibt seit 2007 das Recht auf SAPV. Und zwar im Paragraph 37b. Da steht es nochmal genauso, wie ich es jetzt hingeschrieben habe. Die Lebensqualität soll verbessert werden. Die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen erhalten bleiben. Und es soll ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen oder familiären Umgebung ermöglicht werden. Das genau ist der Gesetzestext. Und dafür müssen logischerweise medizinisch-pflegerische Zielsetzungen gesetzt werden, Symptome und Leiden gelindert werden. Das kann jetzt im Haushalt von einem Patienten sein oder seiner Familie. Das kann in stationären Pflegeeinrichtungen sein. Und es kann auch
Das ist eben alles im Gesetz SGB V drin, auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen passieren. Ja, also wir dürfen überall sozusagen, wo es notwendig ist, SAPV leisten. Auch in den stationären Hospizen besteht ein Anspruch auf sogenannte Teilleistung. Und zwar logischerweise als ärztliche Versorgung, weil ja in den Hospizen Pflegekräfte, qualifizierte Pflegekräfte vorhanden sind. Da ist es dann tatsächlich eine reine ärztliche Teilleistung. Aber auch dort besteht ein Anspruch auf SAPV. Dann steht im Gesetzestext eben auch, Kinder dürfen SAPV haben. Da gibt es ja nun inzwischen auch Kinder-SAPV-Teams, eben auch in Heidelberg und Mannheim seit 5 Jahren jetzt, glaube ich. Ne? Gibt es das Kinder-SAPV-Team und auch für Kinder kann man das mit ins Leben rufen. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn Sie da mal irgendwie hinkommen, auch Kinder können diese Leistung für SAPV haben. Ja? Und dafür gibt es aber extra Teams, reine Kinder-SAPV-Teams. So, und auch da ist natürlich immer klar, Patientenwille, auch nach Patientenverfügung, ist sozusagen das, was uns da leitet. Auch das steht so nochmal im Gesetzestext. Die SAPV ergänzt bestehende Versorgungsangebote. Wichtig, wir verdrängen keinen Pflegedienst, wir verdrängen keinen Hausarzt, sondern wir sind nochmal on top dazu. Auch das ist ganz, ganz wichtig immer. Deshalb behalten wir auch die Verbindung zum Hausarzt, zu den Pflegediensten, weil wir nicht kommen und dann sind alle anderen weg, sondern wir kommen dazu. Ja? Und genauso ist es auch vom Gesetzgeber gewollt. Es ist eine On-Top-Leistung. Deshalb steht da auch, andere Sozialleistungsansprüche bleiben unberührt. Es ist auch keine Leistung der Pflegekasse, sondern es ist eine Leistung der Krankenkasse. Viele fragen das auch oft. Ist damit mein Pflegegeld weg oder irgendwie was? Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist eine reine Krankenkassenleistung. Ja? Ist auch wichtig für die Angehörigen zu wissen. Ne? So, und jetzt gibt es bestimmte Anspruchsvoraussetzungen. Und die sind ganz wichtig. Die wollen wir heute Ihnen versuchen, näher zu bringen. Das eine ist, Sie müssen an einer nicht heilbaren, fortschreitenden und so weit fortgeschrittenen Erkrankungen leiden, dass dadurch ihre Lebenserwartung begrenzt ist. Punkt Nummer 1. Ja? Also nicht mehr heilbar, weit fortgeschrittene Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung. Ganz klar. Und jetzt kommt Punkt Nummer 2. Das alleine reicht noch nicht, dass SAPV dazukommt. Sondern Punkt Nummer 2 ist, Sie benötigen eine besonders aufwendige Versorgung. Da steht es mit dran als zweites. Ja? Eine besonders aufwendige Versorgung. Und das ist Punkt 2. Nur wenn das dazukommt, dürfen wir sozusagen mit tätig werden. Uns hat mal eine Krankenkasse ziemlich am Anfang gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine 102-jährige Patientin, die hat eine Herzinsuffizienz und. Und dass sie eine begrenzte Lebenserwartung hat, ist auch klar. Aber sie würden noch nicht diesen besonderen Versorgungsbedarf sehen und haben es dann abgelehnt. Die gute Dame hatte allerdings unten von da bis da unten, wir haben einmal Bilder hingeschickt und dann wurde das anerkannt. Dann haben wir die Genehmigung bekommen. Also dieser besondere Versorgungsbedarf muss immer wieder mit auch da sein. Ich erkläre Ihnen auch gleich noch, was das bedeutet. So, das ist nochmal das, was eben seit 2007 im SGB V, Paragraph 37b steht. Anspruch und es muss von einem Vertragsarzt oder einem Krankenhausarzt verordnet werden. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Sogenannte Muster 63. Dabei wird es verordnet und es ist eine ärztliche und pflegerische Leistung. Das ist das Besondere an dieser Leistung, ganz anders als AAPV. Da sind es immer entweder ärztliche oder pflegerische Leistungen. Und das ist eben eine komplexe Leistung, ärztlich, pflegerisch, Koordination. All das gehört sozusagen zusammen und soll eben dann den Versicherten in häuslicher Umgebung behalten und ihm da eine bessere Symptomkontrolle geben.
In Paragraph 132d ist dann eben auch Vergütung, Abrechnung und so weiter mit geregelt. Die Anforderungen, die wir sächlich und personell haben, das zeige ich Ihnen gleich noch. Fortbildungsmaßnahmen, Qualitätssicherung, das kennen wir alle. Wichtig ist auch ganz, dass zum Beispiel SAPV, ja? Kurz Zwischenfrage, mit Vertragsarzt der Krankenkasse meine ich definitiv nicht unter Notarzt, oder könnte der auch sagen, das muss jetzt stattfinden? Also der Notarzt kann uns dazu rufen. Das habe ich auch bei den Krankenkassen schon angefragt. Der kann aber eigentlich sozusagen dieses Muster 63 nicht ausfüllen, weil er eben kein Vertragsarzt ist. Aber er kann uns erstmal rufen und wir müssen dann faktisch klären, wer füllt uns dieses Muster 63, also sprich die Anforderung aus. Aber rufen kann er uns. Ja. Wir haben versucht, das schon hinzubekommen, dass die Notärzte das auch machen könnten. Da haben die Krankenkassen aber gesagt, nee, sie sind keine Vertragsärzte. Tatsächlich. Ja, also es muss, Vertragsärzte heißt einfach alle niedergelassen. Ob das jetzt Hausärzte, Onkologen, Fachärzte, ist ganz egal. Ja, alle Niedergelassenen können das machen. Oder eben Krankenhausärzte. Wenn er zum Beispiel eine Niederlassung hat, könnte er auch. Ja, ja, die meisten haben ja tatsächlich auch eine Niederlassung. Ja, also hausärztlich oder wie auch immer. Genau. Dann kann der das Muster 63 ausfüllen. Ja, genau. Das wollte ich noch sagen. SAPV ist nicht Teil der Gesamtvergütung. Auch das ist immer mal ganz wichtig für Hausärzte oder so zu wissen. Die haben nämlich am Anfang gedacht, oh, wir nehmen denen was weg. Weit gefehlt, weil es ist komplett aus der KV-Versorgung raus. Ja, wir werden also wirklich komplett nur direkt von den Krankenkassen bezahlt, hat also mit dieser Gesamt-KV-Vergütung überhaupt nichts zu tun. Die meisten wissen das inzwischen, ja, aber manche fragen immer noch mal und deshalb ist es gut, das auch zu wissen und das dann auch den Ärzten mitzuteilen, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. Was wiederum ein Vorteil ist, auch das wissen viele Hausärzte jetzt schon, wir können alles rezeptieren. Also sprich Medikamente und so weiter können wir alles rezeptieren. Es geht nicht aufs Budget vom Hausarzt. Da sind die dann tatsächlich auch ganz dankbar und sagen, oh ja, dann übernehmt ihr das. Ja. Genau, man braucht einen Vertrag mit den Krankenkassen. Sie haben keinen Anspruch auf einen Vertrag. Nur wenn Bedarf ist sozusagen, gibt es dann auch tatsächlich einen Vertrag. Und wie gesagt, diese Komplexleistung ärztlich-pflegerisch, das ist ganz wichtig dabei zu wissen, dass wir eben beides machen. Ja, wir sind mit als Pflegekräfte, aber eben nicht, heißt nicht Grundpflege, hat da mit uns gar nichts zu tun, sondern tatsächlich spezialisierte palliative Pflege, was da alles dazu gehört. Ja? Das Muster 63, habe ich Ihnen schon gesagt, muss man praktisch, damit muss man verordnen. Da darf der Krankenhausarzt es für 7 Tage und niedergelassene Ärzte dann jeweils für 4 Wochen. Danach muss man tatsächlich immer wieder einen Folgeantrag machen, ist gewollt von den Krankenkassen, weil sie einfach sagen, wenn es dem Patienten besser geht, müssen wir wieder raus aus der Versorgung. Was nicht immer gut ist, kleinen Moment, was nicht immer gut ist für den Patienten, weil er natürlich, sagen wir mal, durch diese 24 Stunden Notrufnummer, die sie dann von uns bekommen, eine gewisse Sicherheit haben. Und wenn die verloren geht, ist das manchmal ganz schlimm für die Patienten oder die Angehörigen. Ja, wenn wir dann sagen, wir müssen aber wieder raus. Aber deshalb gibt es diese 4 Wochen Verordnungsserien, weil wir dann einfach auch wieder sagen müssen, okay, wenn es dem Patienten super gut geht, müssen wir wieder raus. Ja. Auch länger geht. Ja, natürlich. Also ich sage mal, wir haben Patienten teilweise über 1-2 Jahre mit in der Versorgung. Ja? Aber da ist halt absehbar, es verschlechtert sich immer wieder ein bisschen und dann bleibt man natürlich drin. Ja? Aber wenn es dem Patienten wirklich stabil, gut geht und eben dieses, deshalb sage ich ja, es ist so wichtig, darauf zu gucken. Es muss eine begrenzte Lebenserwartung sein, die irgendwann zum Tod führt. Und wenn man eben sagt, naja, der Tod könnte jetzt auch noch in 1-2 Jahren sein, weil er hat sich jetzt so stabilisiert, da passiert gerade nichts, dann müssen wir wieder rausgehen. Ja? Wenn das aber, sage ich mal, permanent immer schlechter wird und immer schlechter wird, dann bleiben wir so lange drin. Ja? Weil es dann absehbar ist. Mhm.
Leistung dann schneller bestätigt als. Ja, ja, also sagen wir mal so. Ja, also vielleicht seine Frage gerade nochmal. Meine Frage war nur, ob dieser Vertrag über eine längere Laufzeit gehen kann, als zum Beispiel normalerweise. Ja, also ob diese Laufzeit länger ist als 4 Wochen, aber das habe ich beantwortet. Ne? Jetzt Ihre Frage nochmal. Die praktische Leistung. Ja, also die Frage war, ob die Leistungen, die wir beantragen, oder wahrscheinlich die Genehmigung, so meinen Sie es, die Genehmigung für unsere Leistung schneller kommen. Also wir sind verpflichtet, wie viele andere auch, innerhalb von 3 Tagen tatsächlich das bei der Krankenkasse zu haben. Ne? Ja, richtig. Und wenn die Krankenkassen nicht reagieren nach 7 Tagen oder... Im Prinzip gilt, wenn die nicht reagieren und ablehnen, bescheiden, denn die Versorgung wird bezahlt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ablehnung kommt. Weil die können ja möglichst zeitnah reagieren, da haben sie ja die Möglichkeiten dazu. Und wenn aber die Kassen das auch, sag ich mal, verschlafen, darauf zu reagieren, dann müssen sie aber bis zum Ablehnungsdatum, wenn es also schriftlich bei uns eingeht, die Kosten übernehmen, die entstanden sind. Genau. Das heißt, wir können ab dem Datum, wo wir gerufen werden, anfangen, müssen innerhalb dieser 3 Tage auch dann tatsächlich den Antrag einreichen. Also das ist unsere Verpflichtung. Ja, sonst können Sie es tatsächlich auch ablehnen. Aber wenn die Krankenkassen dann sagen, nee, geht nicht, dann ist es Ihr Problem, wenn Sie das erst in 4 Wochen machen. Dann müssen Sie bis dahin bezahlen. Also werden die natürlich daran interessiert sein, das so schnell wie möglich auch zu durchsichten und zu sagen, genehmigt oder nicht genehmigt. Ja. Ja. Wie schnell, wenn der schon mal bei Ihnen aufgenommen wurde, dem es dann aber besser ging, dem es dann aber wieder schlechter geht, wieder vor Ort sein? Ja. Also so eine Situation hatte ich nämlich, aber ich habe den Nachgang nicht mehr mitgekriegt. Okay, also die Frage war, wie schnell wir dann wieder in der Versorgung sind, wenn der Patient schon mal aufgenommen war. Und dann genau, und dann zum Beispiel beendet wurde, genau, weil es ihm gut ging. Ja, dazwischen war. Genau, dann sind wir in der Regel nach 24 Stunden wieder da oder innerhalb von 24 Stunden. Ja, also das gucken wir dann tatsächlich auch, wie schnell muss es sein. Ja, ist es jetzt ein Notfall, ruft uns der Notarzt zum Beispiel dazu. Oder ist es kein Notfall, sondern man sagt, okay, es geht ihm jetzt schlechter, dann sind wir innerhalb von 1-2 Tagen wieder da. Ja, also das können wir so leisten. Ja. Und alle Patienten, die wir beenden, heißt stabilisieren, weil es ihnen eben besser geht, kriegen von uns auch genau diese Rückmeldung. Sie können uns jederzeit rufen. Wir nehmen sie wieder auf, auch am Wochenende. Ja, wir machen das nicht unbedingt dann, sag mal, nachts von um 2 Uhr am Wochenende, aber am Morgen ab von 8 oder so werden die aufgenommen. Ja. Aber können wir vielleicht nachher dann gleich nochmal, kommen wir noch dazu. Ja? Gut. Okay. Jetzt, SAPV muss durch die Krankenkassen genehmigt werden. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon gesagt. MDK kann natürlich ablehnen oder kann. Wenn die Krankenkassen sagen, sie wollen es ablehnen, dann müssen die das im Prinzip zum MDK geben und der muss ein Gutachten dazu schreiben und dann, naja, und dann nehmen wir in der Regel darauf Stellung und sagen oder gehen darauf ein und sagen, also wir sehen das anders. Und ich glaube, in letzter Zeit haben wir überhaupt keine Ablehnung mehr gehabt. Die waren auch alle dankbar durch die Pandemie, dass dann im Prinzip die Patienten ja dann auch aus dem stationären Bereich dann auch ferngehalten wurden, wenn die dann gut versorgt waren im häuslichen genau. Feld. Weil wir haben natürlich durch Corona ganz, ganz viele Patienten mehr gehabt, ja, die wir dann zu Hause versorgt haben, die einfach auch tatsächlich, sagen wir mal, in dieser Zeit eine Ablehnung hatten, die Krankenhäuser einfach gesagt haben, nein, wir können euch nicht aufnehmen, fertig. Ja. Und wo wir ganz, ganz viel dann tatsächlich auch gerufen wurden. Wie viele Patienten betreuen Sie dann? Ja. Machen wir nachher noch. Genau, kommen wir noch dazu. Ich habe Ihnen alles aufgelistet. Ja, also da komme ich auf die Frage, komme ich noch.
Ja, genau, kommen wir gleich noch. So, jetzt habe ich diese, wann darf SAPV verordnet werden? Das ist nämlich ganz wichtig. Vielleicht sagt ihr dann auch noch gerade noch mal was dazu. Besonders aufwendige Versorgung, und das ist das, was wir immer abfragen, ist Schmerzen, neurologische Symptomatik, respiratorisch, kardial, gastrointestinal, Tumore, Wunden, urogenital. Da kannst du jetzt vielleicht auch noch mal was dazu sagen, was ihr abfragt, nämlich. Also wir haben einen Anmeldebogen, da gehen wir einfach die normalen Stammdaten durch und dann fragen wir halt spezifisch nach der Symptomlast, wie zum Beispiel Schmerzen, Dyspnoe, Übelkeit, Erbrechen, ja, also so, dass wir es einfach gut filtern können. Zum einen, wie akut ist es, wie schnell müssen wir hin, müssen wir am selben Tag noch hin oder reicht es vielleicht am nächsten Tag, ja. Was auch immer uns wichtig ist, ist der Hausarzt mit einverstanden. Ja, klar, am Wochenende ist das natürlich schwierig, ja, aber da ist es ja kein Problem, wenn dann der Notarzt zum Beispiel dann anruft, dann können wir das ja rechtfertigen beim Hausarzt, das ist überhaupt kein Problem, oder der ärztliche Bereitschaftsdienst sogar, das ist dann auch kein Thema. Das, dann haben wir ja die Argumente, wenn halt wirklich die Symptomlast halt dann einfach vorliegt. Ja, genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Und diese besonders aufwendige Versorgung, die ist tatsächlich wichtig, sich auch zu merken und zu sagen, okay, die müssen wir haben, bevor wir gerufen werden. Ja, wir dürfen eben nicht bei, sage ich mal, einem 100-Jährigen kommen, der einfach nur da liegt und stirbt. Ich sage es jetzt mal so salopp. Ja, sondern es muss irgendwas an Symptomen da sein. Ja, es reicht ein Symptom. Genau. Müssen nicht drei sein. Ja, sondern ein Symptom reicht tatsächlich. Das ist dann wirklich egal was. Ja. Kann auch nur eine Unruhe sein zum Beispiel, ne? Ja, gibt ja auch viele Patienten, die einfach unruhig sind, was auch nicht sehr schön ist. Ja. So, dann hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, weil Sie haben vorhin so ein bisschen gefragt, wie groß ist das Team? Also es muss mindestens ein Arzt und eine Pflegekraft mit entsprechender Qualifikation sein. Irgendwann haben sie dann mal gesagt, naja, realistisch sind 4 Ärzte, 8 Pflegekräfte. Sie müssen auch diese Zusammenarbeit mit Hospizen, Pflegeheimen, Pflegediensten und ambulanten Hospizdiensten und so weiter auch nachweisen und da entsprechende Kooperationsverträge schließen. Wir brauchen eigenständiges Büro, Kommunikation, Autos, ganz klar, was man halt alles so braucht. BTM-Schrank, Dokumentationssystem und so weiter. Also was Sie letztendlich auch kennen, aber muss man logischerweise auch alles nachweisen. So, was jetzt wichtig ist dabei, wir bieten ja eben, und das ist ja gesetzesmäßig verankert, diese 24 Stunden Notrufnummer an. Das heißt, die Patienten können 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bei uns anrufen. Das heißt, sie brauchen natürlich genug Ärzte und Pflegekräfte, die das dann widerspiegeln. Ja, die das eben, diese Erreichbarkeit auch wirklich dann sozusagen gelebt wird. Und das ist das, was die Angehörigen und Patienten eben immer als sehr hilfreich und als sehr sicherheitsvermittelnd wahrnehmen, wenn wir sagen, also sie können da immer anrufen. Viele sagen dann sofort, oh ja, da kann ich ja den Notfallknopf wegwerfen, den brauche ich ja dann nicht mehr oder so. Da sage ich immer, nein, bitte nicht, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Aber es ist einfach eine gewisse Sicherheit, die die Patienten oder Angehörigen dann haben. Ja. Nur die, die jetzt da eingeschrieben sind. Genau. Genau. So ist es. Ja? So, die Koordination, telefonische Beratung, ich glaube, das ist eins der Hauptdinger, die ihr mitmacht. Ne? Genau, ja. Könnt ihr ja vielleicht auch noch mal ein bisschen, was ihr sozusagen beratet, weil es gibt ja Angehörige, Patientenberatung. Also da gibt es ja so viel sozusagen an Beratungsleistung, die eben da auch mit dazugehört. Ja. Ja, es gibt, fängt an von einfach von der Versorgung. Wie kann ich die Versorgung zu Hause aufstellen? Kann ich Unterstützung bekommen durch einen Pflegedienst, durch einen ambulanten Hospizdienst? Also da auch die Unterschiede. Oder auch Hilfestellungen zu leisten. Das ist zum Beispiel eine klassische Beratung. Und dann auch hin zu der Medikation, wenn dann irgendwie Probleme sind, sei es mal mit Obstipation, keinen Stuhlgang mehr gehabt seit 3 Tagen, dann kann man das im Prinzip auch schon viel telefonisch klären. Gerade wenn dann auch die Bedarfsmedikation schon festgelegt ist, dass man das mal ausprobieren kann.
Das vielleicht auch dann gleich als Hinweis für den nächsten Hausbesuch, dass man da nochmal genauer hinschaut. Das ist zum Beispiel auch so, alles was mit Medikation oder Probleme zu tun hat, das ist, kann man viel telefonisch klären. Was aber natürlich dann, wenn das dann akuter ist, muss natürlich dann auch immer, kann man schon mal beraten, was man im ersten Moment machen kann. Und dann aber, dann schicken wir dann in der Koordination, aber in der Regel auch immer jemand dann vor Ort, der dann auch vor Ort schaut, was die Problematik ist. Ja. Mhm. Eine Koordinationsleistung ist eine klassische, also was die Krankenkasse anerkennt, immer das, was ein neuer Leistungserbringer ist. Also wenn ich jetzt gerade, wie ich jetzt schon gesagt habe, einen ambulanten Pflegedienst, wenn wir die hinzuziehen, weil die Ehefrau oder der Ehemann da einfach Unterstützung braucht in der Pflege, dann kümmern wir uns darum, schauen, wer ist, kann das übernehmen. Und dann ist das eine ganz klassische Koordination. Mhm. Oder eine Anmeldung im Hospiz oder beim ambulanten Hospizdienst. Ja, also da immer, wenn dann Kontakt hergestellt wird zu einem anderen Leistungserbringer, und da die Kontakte und Fallbesprechungen dann stattfinden. Haben Sie bessere Möglichkeiten, an einen Pflegedienst zu kommen? Also, ganz oft werden wir ja gefragt. Ja. Dann stehen wir da und sagen, hey, das ist die Möglichkeit für unsere Abteilung. Wir wissen, es dauert länger. Also ich wurde jetzt gefragt, ob wir Möglichkeiten haben, schneller oder besser an einen ambulanten Pflegedienst zu kommen. Also ist das in der Tat ein großes Problem, weil der Pflegenotstand ist natürlich auch im ambulanten Bereich präsent und gerade auch im palliativen Bereich ja oft die Versorgung jetzt keine 0815-Versorgung sind, sondern in der Regel schon auch dafür steht, dass es ein bisschen zeitintensiver ist. Trotzdem haben wir jetzt über all die Jahre natürlich besondere Kontakte auch ein bisschen aufgebaut und wir haben natürlich auch einen Adressenpool, wo man natürlich auch schauen können und halt einfach rumtelefonieren. Also wir haben auch nicht immer Glück aufs erste Mal, aber in der Regel ist es uns eigentlich bisher immer gelungen, dann auch einen Pflegedienst mit einzubeziehen. Vielleicht nicht gleich für den heutigen Tag oder für den nächsten Tag, aber zumindest dann aber in absehbar dann. Mhm. Genau. Und jetzt habe ich da auch stehen Behandlungsplan. Das ist auch was ich sowieso ganz wichtig finde für Patienten dass, oder auch für die Angehörigen, dass die einfach einen Behandlungsplan bekommen. Weil oft, das kennen Sie alle, sind da, ich weiß nicht, wie viele Pläne vom Hausarzt, vom nächsten Facharzt noch und alles irgendwie zusammenzubringen, ist manchmal ein Wahnsinn. Und das ist natürlich das, was wir dann machen. Das heißt, wir stellen tatsächlich einen Plan auf, einen Medikamentenplan. Und das zeigt sie jetzt gerade mal, genau. Es bleibt, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, diese blaue Mappe von uns dann beim Patienten. Und da ist dann eben drin einmal Regelmedikation, die dann praktisch der aufnehmende Arzt festlegt und dann eben aus diesen verschiedenen Plänen tatsächlich zusammensucht oder auch absetzt. Dann gibt es die Bedarfsmedikation. Das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was man dann eben auch festlegt, wenn man vor Ort ist und sagt, der Patient braucht die und die Bedarfsmedikamente oder die Angehörigen, die es ihm geben können. Und dann sind die Notfallmedikamente da unten mit aufgelistet. Und das ist dann das, was letztendlich Pflegekräfte, egal ob jetzt aus dem ambulanten Pflegedienst oder unsere Pflegekräfte, vor Ort spritzen können. Oder auch Angehörige. Oder auch Sie, wenn Sie vor Ort sind und der Patient ist schon aufgenommen, ja, dürften das auch spritzen. Weil das immer von unseren Ärzten sozusagen abgesegnet wird. Und deshalb dürfen alle, die sich sozusagen zutrauen, also es können auch Laien sein, wenn die sagen, ich kann das, oder viele Angehörige sagen ja auch, ah, ich bin im Pflegeberuf oder so, ich kann das machen, überhaupt kein Thema, die dürfen das logischerweise spritzen. Ja? Und da kommen wir vielleicht gleich noch zu dem, was dann auch mit da bleibt, das kannst du vielleicht auch gleich nochmal zeigen. Wir lassen also auch immer so eine Notfallbox dann vor Ort, sodass also sowohl Angehörige als auch Pflegedienste oder so dann aus dieser Notfallbox sich bedienen können. Wir natürlich genauso. Und dann immer das, was eben an Symptomen kommt, behandeln können. Genau, da gehört dazu Buscopan, Haldol, Novalgin und Morphin. Das war das, was hier in dieser Liste drin war. Und was auch noch drin ist, ist Tavor Expedit.
Ja, eben gerade wenn die Patienten unruhig sind oder so, sind immer so 10 Tavor drin. Dann sind eben Spritzen, Kanülen und so weiter drin. Es sind Mundpflegestäbchen und sowas drin. Sie sehen es da, Subkutannadeln und so weiter. Nur, dass Sie das mal gesehen haben, das bleibt dann vor Ort. Ja, ja. Wenn er sich das zutraut, und das machen ganz viele. Wir haben, zeigt sie vielleicht. Es wird ja nicht IV gespritzt. Es wird ja alles subkutan gespritzt. Ja? Und wir haben extra eine subkutan Verweilnadel drin, Verweilkanüle. So sieht die aus. Das ist so eine ganz dünne, kommt aus dem Diabetikerbereich. Die legen wir dann. Und letztendlich muss dann der Angehörige nur noch über diesen Stöpsel da spritzen. Wir ziehen oft dann die Medikamente komplett auf, zum Beispiel für 24 Stunden, schreiben das alles auf in diesem Buch, wann er was machen soll. Und das machen ganz viele Angehörige. Ja? Und dann gehen wir am nächsten Tag wieder hin und gucken, wie ist das Symptom und geht es dem Patienten besser und entscheiden dann, wie wir weitermachen. Ja? Ja? Also ob sie da täglich kommen, ob die längere Zeit vor Ort bleiben. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist tatsächlich so, dass wir, sagen wir mal, wenn das ganz akute Fälle sind, in der Regel gleich am nächsten Tag wieder hingehen. Wenn wir zum Beispiel Pumpen machen, Schmerzpumpen machen, dann kann es sein, wir sind noch am Abend nochmal da und gehen auf jeden Fall am nächsten Tag wieder hin. Also das kommt tatsächlich darauf an, wie intensiv ist eben auch gerade die Symptomlast. Und es gibt natürlich Patienten, denen geht es noch recht gut. Die haben vielleicht jetzt ein Symptom. Dann sagt man, arbeiten Sie mal mit dieser Bedarfsmedikation und wir schauen, wie es dann weitergeht. Dann geht man eher so ein-, zweimal in der Woche hin. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. So, die notwendige Qualifikation habe ich Ihnen da nochmal aufgeschrieben. Also sowohl der PCT-Arzt als auch die PCT-Pflege braucht natürlich eben den Palliativmediziner beziehungsweise eben Palliativcare-Weiterbildung. Und dann sind gefordert 75 Patienten in 3 Jahren oder in einem Jahr beim Doc. Umgekehrt ist bei beiden inzwischen bei einem Jahr, die sie nachweisen müssen, die sie versorgt haben. Und das ist den Krankenkassen auch ganz wichtig. Das heißt, nur, sage ich mal, den Palliativmediziner oder nur die Kurse machen oder so reicht nicht, sondern sie müssen einfach praktische Erfahrungen mitbringen, um da auch tatsächlich arbeiten zu können. Wie kommen die Zahlen zustande? Man hat, sagen wir mal, die Annahme gestartet, hat gesagt, ungefähr 10% aller Sterbenden brauchen am Ende in den letzten Wochen und Monaten eine SAPV-Versorgung. So, daraufhin hat man geschätzt, es werden ungefähr 330 SAPV-Teams benötigt, die dann ein Gebiet von 250.000 Einwohnern versorgen, um tatsächlich deutschlandweit eine Flächendeckung hinzukriegen. Da habe ich Ihnen mal so ein paar Zahlen mit aufgeschrieben. Also 2010 waren die Ausgaben bei 45 Millionen für SAPV. 240 Millionen hat man damals mal geschätzt. Die Verträge logischerweise sind auch natürlich jetzt sprunghaft hochgegangen, was ja auch gut ist. Und SAPV-Teams, Hospize, das wissen Sie auch, Palliativstationen sind Gott sei Dank auch am Ansteigen. Das sind nochmal Zahlen faktisch der Krankenkassen über eine Statistik. Und da weiß man zum Beispiel, dass 2016 142.000 Abrechnungsfälle da waren. 2015 waren es noch nur 114.000. Und genauso kann man natürlich über die KVen gucken, wie viel Erstverordnungen und wie viele Folgeverordnungen sind denn in den Jahren sozusagen eingereicht worden. Und Gott sei Dank, muss man sagen, nehmen diese Versorgungszahlen eben tatsächlich weiter zu. Auch das wird alles sozusagen wieder untersucht. Ausgaben für ärztliche und pflegerische Leistungen, Ausgaben für, zeige ich auch nochmal, für Arzneimittel, logischerweise steigen natürlich auch an, weil wir ja eben alles verordnen können.
Ja, und das sind ja gerade die, sage ich mal, finanziell intensiven Medikamente, die wir in der Regel dann verordnen. Das heißt, das ist natürlich tatsächlich auch was Teures, aber deshalb guckt natürlich die Statistiker gucken drauf. Wir dürfen Heilmittel, Hilfsmittel, alles rezeptieren, was wir in der Regel auch machen. Ja. Ne? Und zwar relativ intensiv auch, weil logischerweise auch die Patienten und die Angehörigen uns schon oft auch beim Erstbesuch fragen, ja, wie sieht denn das aus mit Pflegebett, Toilettenstuhl und brauchen wir das und sollen wir das? Und wenn wir dann sagen, das können wir Ihnen rezeptieren, oh super, dann muss ich jetzt nicht noch zum Hausarzt rennen und. Ja, das ist ja natürlich auch eine Erleichterung dann für die Angehörigen, wenn wir das rezeptieren. So, also, was machen wir im Team? Das, denke ich, ist nochmal ganz wichtig. Der Patient steht im Mittelpunkt und alle anderen und alle Netzwerke, die da sind, reihen sich um den Patienten. Ja, das ist sozusagen nochmal unser Anspruch dabei, dass der Patient immer im Mittelpunkt steht. Und jetzt habe ich hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, das Versorgungsgebiet, das wir inzwischen haben, mal aufgeschlüsselt. Also ich lese es vielleicht ein bisschen vor, damit Sie es auch, weiß ich, wie gut ist es auf den Online? Online ist es gut. Sie können es wahrscheinlich jetzt schlechter sehen, gell? Ja, also ganz oben beginnt es bei Weinheim. Ja, wir haben jetzt Weinheim mit dabei. Sie können aber auch in die Flyer schauen. Also auf den Flyern ist es drauf. Genau. Und das geht dann sozusagen runter über Heddesheim, Hirschberg, Schriesheim, Wilhelmsfeld, Schönau, Ladenburg, Edingen, Neckarhausen, Dossenheim. Dann kommt natürlich Heidelberg, Neckargmünd, Wiesenbach, Geilberg, Bammental, Mauer. Drüben auf der linken Seite dann Brühl und Ketsch, Schwetzingen, Plankstadt und so weiter, Eppelheim. Und dann geht es nach unten, Oftersheim, Sandhausen, Leimen, Nussloch, Wiesloch-Walldorf, Reilingen, Altlüsheim, Neulüsheim. Und jetzt kommen wir schon so langsam in die Region vom Landkreis Karlsruhe. Warum haben wir das dabei? Einfach, weil wir ganz viel angefragt wurden. Ja? Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass einfach Heidelberg natürlich als Unistadt überall versorgt. Ja, die Onkologen sind eben überall. Und dann sind wir so oft angefragt worden, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen auch in den Landkreis Karlsruhe mit rein und sind da inzwischen tatsächlich auch in Oberhausen, Rheinhausen, sind jetzt noch in Philippsburg, in Waghäusel, Kirlach, Hambrücken, Forst, Ubstadt-Weiher, Östringen, Bad Schönborn, Gronau, Malsch, so diese ganze Ecke ist faktisch da auch noch mit dabei. Das sind insgesamt 660.000 Einwohner. Weil das ist das, was wir auch immer wieder nachweisen müssen. Und natürlich, sage ich mal, schauen die Krankenkassen auch drauf, können wir denn dieses Gebiet, ich habe Ihnen vorhin mal die Zahl 250.000 Einwohner pro SAPV-Team genannt, das ist erstmal so in den Gesetzestexten drin gewesen, können wir denn das überhaupt versorgen? Ja, ganz klar, es ist natürlich ein großes Gebiet, aber wir sind viele. Und das ist jetzt das, was ich Ihnen vielleicht da auch nochmal so ein bisschen zeige. Es geht auch in die Richtung, wie schnell sind Sie da und wie oft sind Sie da und so weiter. Wir machen eben Hausbesuche in Routine und in Krisensituationen. Vielleicht willst du da auch nochmal ein bisschen was dazu erklären. Routine heißt einfach, wir sagen ein-, zweimal in der Woche. Ja, das kommt, wie gesagt, ganz nach dem Bedarf an. Es gibt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ja, Patienten, die relativ von ihrer Symptomlage ja, stabil, aber sehr gering ist. Die haben vielleicht auch sonst noch andere Termine. Es ist ja jetzt nicht so, dass die alle sterbend im Bett liegen, sondern die haben ja durchaus haben ja noch Termine bei irgendeinem Arzt oder Sonstiges. Und die wollen dann zum Beispiel auch nur einen Hausbesuch in der Woche. Und dann wird im Prinzip, wenn dann die Kollegin vor Ort ist, und dann macht die für die nächste Woche gleich wieder den nächsten Hausbesuch aus. Oder der Arzt, der Palliativarzt, der plant es dann. Und so wird es dann im Prinzip einfach auch nach der Notwendigkeit geplant. So kriegt man dann auch die Rückmeldung, oh, der Patientin geht es jetzt schlechter. Da müssen wir jetzt schon zweimal die Woche hin oder dreimal die Woche. Ja? So haben wir auch Patienten, wo wir täglich hingehen, die einfach dann in Richtung Finalität
schreiten, wo dann vielleicht auch die Angehörigen unsicher sind und dann einfach eine enge Anbindung brauchen. Also das wird wirklich dann in der Regel von demjenigen geplant, der auch vor Ort ist und dann die Situation am besten einschätzen kann. Und diese Noteinsätze sind natürlich die, wenn sowas kann ich ja auch nicht planen, wenn dann plötzlich eine Atemnot auftritt, ja. Oder es ist ein Schmerzdurchbruch da. Und man hat jetzt seine Schmerzmedikation genommen und dann hat man das Gefühl, es greift so irgendwie gar nicht richtig. Und dann nimmt man vielleicht nach 2 Stunden nochmal und nach 2 Stunden nochmal und dann weiß man überhaupt nicht mehr weiter, weil die Schmerzen irgendwie gar nicht weggehen. Und dann rufen die in der Regel dann schon an und sagen, also ich habe jetzt schon 3-mal meine Bedarfsmedikation genommen, es wird gar nicht besser. Ja, weil dann einfach der Schmerzreiz nie wirklich wirksam durchbrochen wird. Und dann ist dann auch so, dass die Kollegin dann vor Ort fährt und dann einfach geeignete Maßnahmen in Rücksprache mit dem Palliativmediziner dann einfach auch unternimmt, dass dann die Schmerzen dann zum Beispiel auch wieder gestillt sind. Ja. Warum in Routinesituationen? Da will ich vielleicht auch noch was dazu erklären. Auch das mussten die Krankenkassen anfangs lernen, wir auch, weil wir gemerkt haben, wenn wir das mit diesem, sag mal, einmal in der Woche nicht machen, dann sind wir nur noch sozusagen in Krisensituationen da. Weil der Angehörige, das kennen Sie selber, nimmt es nicht so wahr. Sie kommen von außen als Fachkraft und sagen, oh, da tut sich gerade enorm was. Der Angehörige sagt, nee, der war doch wie gestern. Ja? Und dieses Erkennen sozusagen frühzeitig zu sagen, oh, da tut sich gerade was, wir müssen, glaube ich, hier vorbauen, das ist genau das, was wir machen können, um eben Krisensituationen zu verhindern. Ja? Und deshalb sogenannte Routine-Hausbesuche sind natürlich Hausbesuche, um genau solche Sachen schon im Vorfeld zu erkennen und zu sagen, da tut sich gerade was, hier müssen wir schneller agieren. Ja? Weil die Angehörigen oder auch die Patienten das oft nicht können. Telefonische Beratung haben wir vorhin schon gesagt, Koordination haben wir auch gesagt, 24 Stunden Rufbereitschaft habe ich Ihnen schon erklärt. Das heißt eben, das steht dann, ich zeige es jetzt gerade nochmal hier auch drauf, die Patienten kriegen diese Mappe und da haben sie diese Telefonnummer. Ja, ja, das ist richtig, die muss man finden. Ja, gebe ich Ihnen recht, das muss man dann finden. Eigentlich sagen wir immer hier, bitte zeigen, aber was man manchmal auch findet, ist unsere Mappe. Vielleicht finden Sie dann sowas. Wenn sowas da ist, müssen Sie die blaue Mappe auffinden. Dann muss die auch da sein. Ja? Oder das Notfallset. Genau. Also irgendwas sollte dann von uns da sein. Genau. Unsere Aufgabe ist eben auch dann die Verbindung zu Hausarzt oder Onkologen oder Fachärzten und natürlich eben zum Pflegedienst zu suchen. Die Beratung der Patienten und der Angehörigen, also ganz viel ist auch natürlich Beratungsleistung. Wenn wir dort sind, was ich vorhin schon gesagt habe, wir werden überhäuft mit Fragen, was können wir noch machen, wo kriegen wir Hilfe her, was können wir noch an Hilfsmitteln benutzen und, und. Wie sehen Sie den unseren Opa oder so? Was meinen Sie, was brauchen wir? Ja, das ist eine ganz große Aufgabe auch von uns dabei. Seelsorgerische Betreuung bieten wir mit an, wir bieten psycho-onkologische Betreuung an, wir bieten Musiktherapie und Physiotherapie an, haben da auch speziell Leute bei uns, die das machen. Ja? Und das, wie gesagt, ist dann auch Leistung bei AKI. Anmelden von 9 bis 15 Uhr im Regelfall sozusagen, wenn es kein Notfall ist, eben bei uns in der Koordination. Anmeldung kann eigentlich jeder. Also heißt Hausärzte, Fachärzte, die Patienten selber, die Angehörigen, die Sozialarbeiter aus den Kliniken, die Krankenhausärzte. Also eigentlich darf jeder anmelden. Ja? Das ist das, was Sie vorhin gesagt haben. Wir fragen natürlich ab, ist der Hausarzt informiert, weiß der Bescheid und, und. Aber letztendlich anmelden darf erstmal jeder. Ja? Zwei Fragen im Chat. Die erste, ob es quasi einen alternativen Anbieter für den östlichen Bereich von unserem Versorgungsgebiet gibt, also das heißt Linz, also Richtung Sinsheim, ob es da einen anderen Anbieter gibt oder mehrere? Ja, es gibt in Sinsheim ein Team, die sind am Krankenhaus angesiedelt und die versorgen sozusagen diese Richtung, Sinsheim. Ich weiß aber nicht genau, wie weit die gehen. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja,
Aber die versorgen dann faktisch so ab Mauer und Sinsheim und dann weiter in den östlichen. Sind aber zum Beispiel Waldorf-Wiesloch nicht tätig. Ja. Die zweite Frage ist, ob Sie auch Sterbebegleitung. Wie gemeint? Wenn die Finalität ansteht, steht der Angebot auch in der Sterbebegleitung über diesen Zeitraum. Zum Beispiel 24 bis 36 Stunden. Nein, also wir sind nicht 24 Stunden vor Ort. Das ist definitiv nicht unsere Leistung oder das, was wir da leisten können auch. Dafür gibt es dann tatsächlich eben ambulante Hospizdienste oder so. Oder da muss man gucken, wer sowas macht. Aber das ist tatsächlich nicht unser Auftrag. Aber ich sage mal, Sterbebegleitung im weitesten Sinne natürlich. Ja? Das heißt, wir gehen auch, wenn der gerade wenn der Patient ist, das, was wir vorhin gesagt haben, ja, sich sozusagen in der finalen Situation befindet, täglich hin und gucken, wie geht es dem Patienten, begleiten die Angehörigen dabei und sind natürlich auf diese Art und Weise dann auch mal anderthalb Stunden zum Beispiel vor Ort und dann verstirbt er gerade. Ja? Aber wir sind nicht 24 Stunden da. Das nicht. Oder wenn halt zum Beispiel da eine massive Symptomlast, wie zum Beispiel die präfinale Unruhe gerade da ist, dann bleibt man natürlich so lange vor Ort, bis es in Anführungsstrichen optimal ist und der Patient dann wirklich ruhig ist und dass man sagt, okay, jetzt können wir da erstmal mit ruhigem Gewissen gehen. Dann kann es aber natürlich sein, wenn es zum Beispiel früh ist, dass wir abends dann nochmal hingehen, ne, zum Hausbesuch oder zumindest nochmal einen Telefonkontakt herstellen zu den Angehörigen, unabhängig davon, dass die sich natürlich melden können, ne, wenn dann zwischendurch wieder was sein sollte. Also wir haben da keinen Zeitfenster, wo wir sagen, wir können jetzt nur 30 Minuten dort sein oder nur eine Stunde dort sein. Ne. Also wir gehen wirklich erst raus, bis wir sagen, okay, jetzt können wir da mit ruhigem Gewissen erstmal ausgehen. Also das ist schon der Unterschied auch zum Pflegedienst. Die haben dann für ihre große Toilette, sagen wir mal, 25 Minuten und dann müssen die das natürlich schon rechtfertigen gegenüber in den Träger, wenn die da länger brauchen, weil es muss ja dann auch alles abgerechnet werden. Das sind wir schon frei, das, was die Versorgung an Dauer braucht. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass es länger dauert, dass man 2 Stunden oder so vor Ort ist. Aber letztendlich ist es ja Ziel, dass man dann Angehörige auch befähigt. Also da wird ja auch ganz viel darüber gesprochen und beraten. Wie ist es mit dem Thema Verhungern, Verdursten? Ein ganz großes Thema bei Angehörigen, weil da wird es für die ja oft greifbar, dass sich da was verändert in der Situation. Wie geht das Sterben voran? Ne? Wie kann ich meinen Angehörigen unterstützen? Und wir schauen dann auch gerade, wir haben ja auch viele, die auch alleine leben, wo die Kinder weiter weg leben oder so, wo wir dann auch schauen, dass natürlich jemand vor Ort ist, wenn man dann, wenn die Situation sich so gehend verändert, dass der vielleicht auch nicht mehr alleine zu Hause sein kann. Dann schauen wir natürlich auch, das kann man natürlich dann auch nicht so stehen lassen, sondern wir müssen dann schon auch uns drum kümmern, dass da eine Lösung gefunden wird, sei es, ob ein Angehöriger kommen kann oder eine andere Lösung dann. Mhm. Also wenn beim Patienten natürlich ein Pflegedienst schon involviert ist, wir arbeiten immer mit den Personen oder mit den Einrichtungen, die schon eingebunden sind. Wir sagen jetzt nicht, oh, wir arbeiten mit einem Pflegedienst Müller-Meyer-Y, aber jetzt nicht zusammen, sondern wir haben unseren eigenen Pflegedienst. So läuft es nicht, sondern wir haben schon auch, wir fragen da auch gezielt nach, weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn dann 2 oder 3 verschiedene Pflegedienste in eine Versorgung eingebunden sind. Es gibt ja nur ein Durcheinander. Wir schauen dann nur halt, wenn gar kein Pflegedienst vor Ort ist, wer ist in der Nähe oder wer kann das übernehmen? Das müssen wir dann schauen. Und wir wollen jetzt da nicht für irgendeinen Pflegedienst da Werbung machen. Das können wir auch gar nicht, weil es einfach auch verschiedene sind, die wir dann ansprechen. Was ist mit Schulterschluss gemeint? Also, Schulterschluss, sagen wir mal so, wir kennen uns gut. Ich kenne ihn leider von Palipro, aber die haben ja ein ganz anderes Versorgungsgebiet. Also sprich, die sind in Mannheim, wo wir überhaupt nicht sind. Ja? Und deshalb kann man jetzt nicht von Schulterschluss sprechen. Wir sprechen uns schon mal ab, ja? Aber es gibt keinen
sagen wir mal, keine Überlappung, es sei denn, es kommt zum Beispiel von Ihnen ein Patient zu uns oder umgekehrt. Ja, aber ansonsten ist es ja ein komplett anderes Versorgungsgebiet. Gut. Vielleicht, das ist auch nochmal ganz interessant, das habe ich mal aufgedröselt. Wir hatten 2016 Patienten mit 15.700 Kontakten. Das heißt, es sind 18 Kontakte pro Patient. Das heißt, ein Kontakt alle anderthalb Tage. Da sieht man auch, also Kontakt heißt jetzt Hausbesuch, Telefonat, Koordination, alles, was da dazugehört. Das heißt, man sieht diese besonders aufwendige Versorgung daran. Ja, das könnte kein Hausarzt oder so alleine leisten. Das geht einfach gar nicht. Ja, deshalb habe ich das mal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Was bedeutet denn SAPV tatsächlich dann in der Versorgung? Ja, wie oft ist man da? Genau, das war sozusagen mal so eine Zahl. Wie viel haben wir im Hospiz versorgt? Wie viel zu Hause? Wie viel in den Pflegeheimen? Auch das ist nochmal was, was die Krankenkassen immer mal wieder nachfragen. Wie viele eurer Patienten sind dann tatsächlich ins Krankenhaus gekommen und dort verstorben? Und ich sage mal, alles, was unter 5% ist, ist für die super. Ja, weil das natürlich heißt, 95% haben wir zu Hause gelassen. Ja. Auch das haben wir mal aufgeschlüsselt. Wie viel gibt es denn dabei Privatversicherte, Privat- und Beihilfeversicherte oder auch Ablehnung durch die Krankenkassen? Und das ist so der Schnitt sozusagen, der insgesamt im versicherten System tatsächlich ist. Es gibt ungefähr 10% Privatversicherte. Und da sieht man dran, dass wir genau in diesem gleichen Schnitt natürlich sind. Ja, wir versorgen genauso Privatversicherte oder eben Beihilfeberechtigte, wobei man da dazu sagen muss, es gibt keinen Vertrag mit privaten Versicherungen und Beihilfe, aber es gibt ein wie nennt man das, Slogan, der Privatversicherte darf nicht schlechter gestellt sein als der gesetzlich Versicherte. Und danach sind die privaten Versicherungen verpflichtet, auch unsere Leistung mitzubezahlen. Ja. Aber direkten Vertrag haben wir bisher auf Bundesebene nicht. Haben sich bisher nur die gesetzlichen Krankenkassen angeschlossen. Ja. So, das mit den Tumorerkrankungen, das lasse ich nochmal weg. Das hat sich nämlich tatsächlich geändert schon. Das habe ich Ihnen jetzt nochmal aufgeschlüsselt und ich denke, man sieht es ganz gut. Die Frage war, wie viele Patienten versorgen wir? Also da unten ist die Summe. Wir haben in diesen 11 Jahren jetzt 11.241 Stand heute versorgt. Da sieht man, wie viel das tatsächlich schon ist. Ja. Und Sie sehen es jetzt da, 2021 waren es jetzt 1.500. Ich denke, im Jahre 2022 werden wir genauso wieder auf diese Zahl kommen. Ja, wir sind jetzt auch schon bei über 1.300. Und ich habe es dann noch aufgeschlüsselt in Hospiz und Ambulant. Das ändert sich eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr groß. Das heißt, das meiste passiert tatsächlich ambulant. Und dann habe ich noch mal von diesen Ambulanten Ihnen aufgeschlüsselt, wie viel versorgen wir im Pflegeheim und wie viel ist es zu Hause. Und man sieht, dass es eben tatsächlich deutlich mehr zu Hause ist als im Pflegeheim, was ja auch gut und normal ist, ja, dass wir halt tatsächlich im häuslichen Bereich am meisten unterwegs sind, ja, und dort unterstützen. So, vielleicht noch die Frage vorhin. Ich denke, das ging in die Richtung, wie viel versorgen Sie überhaupt? Also wir haben im Moment so in der Regel zwischen 120 und, sag mal, 140 Patienten parallel. Und jetzt könnt ihr noch mal sagen, was wir an Aufnahmen so in der Woche haben. In der Woche ist so zwischen 30 und 35 Aufnahmen. Pro Woche. Pro Woche. Genau. Ja, also das ist schon, und das muss man schultern, ganz klar. Und wir haben aber jetzt im Moment 10 ärztliche Kollegen, die mitmachen und wir haben 20 Pflegekräfte und Koordinatoren. Wir haben 5 Leute im Büro, wir haben eigene Fahrer und so weiter. Also es ist tatsächlich eine große Mannschaft inzwischen geworden, die das, ich meine, sie müssen 660.000 Einwohner versorgen. Ja, das muss man ja auch schultern.
Neuaufnahmen, die Anfragen, können Sie sagen, woher die kommen? Aus den Krankenhäusern oder von den Hausärzten oder von den Patienten? Was ist denn da so? Also das ist ganz verschieden, aber die meisten kommen tatsächlich von den Angehörigen oder der Patient selbst. Tatsächlich. Ja. Genau. Und dann klar, die Krankenhäuser, Notärzte, Bereitschaftsärzte. Aber das Überwiegende sind wirklich die Angehörigen, die Patienten selbst. Was ja auch, also auch da sind wir gerade so ein bisschen an der Statistik. Und ich hatte vorhin gesagt, das mit internistisch, neurologisch und Tumorerkrankungen lassen wir jetzt gerade nochmal weg, weil ich habe jetzt gerade für dieses Jahr eine neue Statistik gemacht. Und es war für uns alle ganz interessant, weil wir tatsächlich nur noch, sage ich jetzt mal, 48% Tumorpatienten haben und über 50% neurologisch und internistische. Was ich gut finde, weil damit wird erstmal denen Rechnung getragen, die eigentlich bisher immer zu kurz kamen, die internistischen, die neurologischen Erkrankungen und. Ja? Also das ist tatsächlich so, dass wir das erste Mal in diesem Jahr mehr internistisch und neurologische Patienten haben. Das gibt sich gerade so die Waage mit 24-25% und aber tatsächlich nur noch 48% Tumorerkrankungen. Ja. Auch interessant einfach mal zu wissen, dass, aber wie gesagt, es ist ja gut so, dass auch die Hausärzte oder die Fachärzte sagen, okay, ich habe hier einen Patienten, der kann auch SAPV haben, weil er zum Beispiel eine Parkinson-Demenz hat oder. Ja. ALS-Patienten, was wir an neurologischen Sachen alles haben und natürlich Niereninsuffizienzen, wenn die Patienten sagen, ich will keine Dialyse mehr oder so, die werden eben inzwischen auch angemeldet bei SAPV, was gut ist, ja, weil die brauchen es tatsächlich. So, und jetzt will ich Ihnen noch was vorstellen, was wir eben auch entwickelt haben, eigentlich schon vor Corona, dann kam uns Corona dazwischen. Und wir konnten es eigentlich nicht groß publik machen, ist dieser Heidelberger Palliativausweis. Den gibt es nicht nur bei uns, also das ist jetzt keine Erfindung von uns, sondern den gibt es tatsächlich in vielen Landesteilen schon in Deutschland. Und man hat festgestellt, dass durch diese Palliativausweise die Patienten einfach weniger noch ins Krankenhaus kommen. Und dieser Palliativausweis ist dazu gedacht, dass man nicht unbedingt wenn AKI eingeschaltet ist, weil da sollte eben irgendwas vor Ort sein. Ja? Aber tatsächlich bei Patienten, die vielleicht zum Beispiel sagen, ich will nicht mehr ins Krankenhaus, aber noch keine Symptomlast haben, dass die so einen Ausweis bekommen. Und da werden wir immer mal wieder angefragt. Und das ist eben tatsächlich was, gerade für den Rettungsdienst. So sieht er aus, Vorder- und Rückseite. Es kommen die Diagnosen drauf. Und das will ich Ihnen mit dazu zeigen. Also zum einen haben wir einen Flyer, du kannst das vielleicht auch gerade nochmal vorhalten. Wir haben einen Flyer extra dafür gemacht. Da sehen Sie eben auch den Rettungsdienst drauf, aus dem Grund, weil es gerade für den Rettungsdienst gedacht ist, dass der Rettungsdienst eine gewisse Sicherheit hat und sagt, ich kann den Patienten, weil hier ist ein Wille des Patienten maßgeblich drauf, kann den Patienten dort zu Hause oder im Pflegeheim oder so lassen. Ja. Und dann haben wir extra dazu, und es gehört dazu, so ein A4-Blatt mitentwickelt. Und man sieht schon, es gibt ein rotes und ein grünes Feld. Und logischerweise, das rote Feld heißt halt, okay, er geht ab ins Krankenhaus, weil er will intensivmedizinische Maßnahmen. Dann wird logischerweise auch kein Palliativausweis erstellt. Aber das grüne heißt dann, ich bleibe in meiner gewohnten Umgebung und möchte eben keine Intensivmedizin mehr. Da hinten drauf ist dann die Unterschrift vom Patienten oder eben vom Vorsorgebevollmächtigten drauf, vom Hausarzt und vom Palliativmediziner. Wir werden jetzt immer mal wieder angefragt, weil sich doch so langsam ein bisschen rumspricht, dass es diesen Ausweis gibt. Oder zum Beispiel, wenn wir Patienten haben, die wir stabilisieren, dann bieten wir auch an, Sie können diesen Ausweis haben, wenn Sie das möchten, dann müssen Sie nicht ins Krankenhaus. Ja? Also gerade für die, die nicht eingeschrieben sind bei AKI, ist das eine gewisse Sicherheit, zu sagen, ich will aber nicht mehr ins Krankenhaus, selbst wenn ich nicht bei AKI bin, wie kann ich das gewährleisten? Weil Sie kennen das alle, am Wochenende im Pflegeheim, da ist die Patientenverfügung irgendwo eingeschlossen und man kommt nicht ran und. Und Sinn und Zweck dieses Ausweises ist eben tatsächlich, der soll direkt
am Patienten sein, am besten am Bett, im Pflegeheim zum Beispiel. Ja? Gerade dieser kleine Ausweis soll am Bett des Patienten deponiert sein. Das kann in den Akten sein, das hat dann der Hausarzt in Kopie, das hat der Palliativmediziner in Kopie und in der Akte ist es auch. Aber der soll direkt tatsächlich am Bett des Patienten gelagert sein, damit man das eben sofort sieht. Es soll auch nicht irgendwie die Patientenverfügung ersetzen oder so, keine Frage. Es ist in Kurzausführung wirklich eben gerade für Notarzteinsätze gedacht, dass man sieht, aha, was ist wirklich der Wunsch des Patienten. Ja, und deshalb sagt man eben wirklich in der Nähe des Bettes. Das ist ganz wichtig. Die Angehörigen müssen natürlich mit einbezogen sein. Der Hausarzt ist damit einbezogen, der wird von uns informiert, der kriegt auch eine Kopie, der muss unterschreiben und so weiter, damit wirklich alle, die sozusagen in der Versorgung dann des Patienten sind, wissen, es gibt da so ein Dokument. Ausweis. Ja. Aber auch Ausweis, das steht verschiedene Dinge. Das dürfte eigentlich nicht passieren, weil wir machen eine Beratung, wir füllen den ja nicht einfach aus. Ja, genau. Also die Frage war jetzt gerade, wenn es eine Patientenverfügung gibt und diesen Ausweis und es stehen verschiedene Dinge drauf, was dann? Da sage ich gerade, das dürfte von der Sache nicht passieren, weil wir machen nicht einfach nur Ausweis ausfüllen, sondern wir machen eine Beratung mindestens zweimal. Also das heißt, man geht einmal hin, bespricht das alles mit Angehörigen, mit Betreuer und so weiter. Geht dann nochmal hin, dann nimmt man den Hausarzt mit ins Boot, den Palliativmediziner mit ins Boot und dann gehen wir nochmal hin. Und in dieser Beratung kommt natürlich die Patientenverfügung auch mit auf den Tisch und man spricht es durch. Also es dürfte eigentlich nicht passieren. Ja? Ja. Genau, also deshalb gucke ich gerade zu euch. Also sagen wir mal so, SAPV endet genauso wie alle anderen Versorgungssysteme, sage ich mal, in Deutschland mit dem Ableben des Patienten. Aber, kannst du vielleicht wieder was dazu sagen, wir bieten inzwischen auch einen Trauercafé an. Wir bieten einen Trauercafé an, wo man dann im Prinzip wo man den Angehörigen anbietet. Das findet immer einmal im Monat statt. Wo sie dann einfach dazukommen können und dann im Prinzip auch in diesem Trauerprozess begleitet werden. Genau. Wir gehen auch in der Regel tatsächlich nochmal hin. Ah ja, genau. Das ist halt, wenn dann da, genau, wir haben ja das Notfallset und auch die Mappe vor Ort. Deswegen gehen wir auch immer im Anschluss nach der Versorgung, nehmen wir nochmal Kontakt auf mit den Angehörigen, um natürlich unsere Unterlagen abzuholen. Aber eben auch dann eben auf dieses Angebot zum Beispiel aufmerksam zu machen. Genau. Genau. Dann gedacht ist ja, wie gesagt, dieser Ausweis, dass Sie als Rettungsdienst sehr schnell sozusagen Einblick kriegen, aha, was ist gewünscht. Ja? Ganz klar ist, wenn der Ausweis da ist, dann ist es eben, der Patient möchte nur eine palliative Begleitung und keine intensivmedizinischen Maßnahmen zum Beispiel. Und deshalb dieser Ausweis. Ja. Heißt das rechtlicher für den Rettungsdienst ist? Also ob man zum Beispiel davon dann als Rettungsdienst Foto machen soll, dass man das als Nachweis gegenüber Dritten. Können Sie machen, genau. Weil der wird ja auch unterschrieben und ich sag mal, noch rechtssicherer ist das eben, dieser Zettel, der dann eben auch bei den Unterlagen des Patienten sein muss, ja, weil da alle drauf unterschrieben haben. Da hat der Hausarzt unterschrieben, da hat der Patient oder der Bevollmächtigte unterschrieben und der Palliativmediziner. Ja. Also Sie können immer, wenn Sie sowas sehen, sozusagen beim Patienten, können Sie immer sagen, wo ist denn dieser Zettel, da will ich sehen, was ist da angekreuzt und wer hat da unterschrieben. Und dann haben Sie eine Sicherheit, natürlich. Gut. Jetzt schaue ich mal. Mhm. In den Pflegeheimen.
in Heidelberg und Umgebung. Ist es da schon arg verbreitet oder? Dieser Ausweis? Ja, aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, er ist noch nicht so verbreitet, tatsächlich. Also wir haben immer mal wieder, uns kommen immer mal wieder Anfragen, aber ich habe schon gesagt, ich wollte es eigentlich vor Corona schon sozusagen auf den Weg bringen und dann kam uns Corona dazwischen. Und deshalb sind wir eigentlich jetzt wieder dran und sagen, jetzt müssen wir ihn so langsam tatsächlich mit wieder auf den Weg bringen. Ja, aber er ist noch nicht so verbreitet. Kommen auch manchmal Privatpersonen jetzt, die uns ansprechen und sagen, jetzt habe ich gerade irgendwie einer aus Bensheim, der gesagt hat, ich habe von dem Heidelberger Ausweis gehört, ich will den jetzt haben. Ich sage, okay, Bensheim, naja, gut. Aber hat eigentlich gar nichts mehr mit unserem Versorgungsgebiet zu tun, aber wenn er das haben will, soll er den nehmen. Ja. Also kommen immer mal wieder Anspannungen. Und jetzt habe ich noch ein Patientenbeispiel, um es ein bisschen vielleicht für alle klarer zu machen, was machen wir so. Das war ein Patient mit einem schweren Parkinson-Syndrom und Demenz, Schluckstörungen, eben konnte auch schon nicht mehr gut reden, Tremor, hatte auch schon Hirninfarkt, hatte Spastik und Kontrakturen, dann eben zunehmend Dekubitus am Becken kam und logischerweise zunehmend Schmerzen, hat auch noch ein Prostatakarzinom gehabt, also so die ganze Palette, die man sich so vorstellen kann. Und was der Patient mir bei der Aufnahme sagte, er fühlt sich alleingelassen. Das ist natürlich schon eine Aussage dabei. Und er hatte auch schon ein 50er Fentanylpflaster, hat trotzdem eine Schmerzstärke von NAS7 angegeben, was auch nicht ganz schlecht ist. Ne? Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn dann gefragt, was bedeutet denn für Sie, Sie sind alleingelassen? Und er hat mir dann erzählt, ich habe immer gerne Musik gehört, aber ich bin nicht mehr in der Lage, das Radio an- oder auszumachen. Bis hier im Pflegeheim jemand kommt, entweder läuft es 8 Stunden oder es läuft gar nicht. Ja? Was haben wir gemacht? Wir haben unseren Musiktherapeuten dazu geholt, damit er einfach auch nochmal eine andere Ansprache hatte. Natürlich haben wir auch Morphin gegeben, wir haben dann eine Schmerzpumpe gemacht, ja. Und er ist damit dann tatsächlich auch symptomkontrolliert verstorben. Aber ich habe Ihnen dieses Beispiel einfach mal gebracht. Wir können nicht nur Schmerztherapie, ja, sondern eben tatsächlich auch mehr drumherum. Und das sind Sachen, die den Patienten auch gut tun. Der Musiktherapeut, der ist dann von Ihnen als Team oder das ist dann ein Externer? Das ist ein Externer, aber der praktisch Kooperation mit uns hat. Genau, so sehen die Pumpen aus. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gesehen bei einem Patienten, die wir ja sehr oft benutzen. Und das war es erstmal von meiner oder von unserer Seite. Jetzt stehen wir noch für Fragen offen. Um den Ausweis. Ob der für alle medizinischen Komplikationen gedacht ist oder ausschließlich Verschlechterung im Sinne der palliativen Erkrankung? Letztendlich entscheidet der Patient in so einem Ausweis, das ist ähnlich wie bei einer Patientenverfügung, er entscheidet, was er im Falle einer Verschlechterung, egal welcher Situation, haben will. Ja? Und das steht dann auch genauso drinnen. Also es sind ja die Diagnosen dann auch aufgeführt und es steht ja dann auch drinne, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit Grün und Rot. Also will ich noch Reanimation, will ich Krankenhauseinweisung oder will ich das eben nicht mehr? Und das ist dann tatsächlich egal, was es in dem Moment ist. Wenn der Patient oder der Betreuer, es kann ja auch manchmal ein Betreuer sein, der das eben initiiert, dann sagt, nein, der soll jetzt zu Hause, im Pflegeheim, wo auch immer bleiben, dann gilt das für alle Situationen. Ich habe eine Frage. Ich meine, das Patientengut, was wir ja häufiger, wo wir häufiger hinfahren, sind ja die Patienten, die eben nicht schon von euch versorgt sind. Die Angehörigen wissen ja im Prinzip, wenn ihr jetzt in der Behandlung mit dabei seid, es gibt eine Patientenverfügung, die werden in der Regel seltenst bei uns anrufen. Unser Patientenklientel, was wir dann versorgen, sind ja dann eher die Patienten, die jetzt auch ein Tumorleiden haben oder
jetzt auch neurologische Erkrankungen haben und die Angehörigen dann irgendwann mal überfordert sind und dann bei uns anrufen. Wir natürlich dann dahin kommen und dann Patienten sehen, die jetzt nicht unbedingt jetzt was für ein Krankenhaus sind, aber es noch keine palliative Anbindung gibt und man mit den Leuten ins Gespräch kommt und die dann oft keine Kenntnis darüber haben, dass es solche Palliativteams gibt. Wie oft werdet ihr denn mit Patienten konfrontiert, wo ihr eingebunden werdet, wo im Prinzip schon der Verlauf schon so ist, dass es ja, schwierig ist, so Patienten noch daheim gut zu betreuen? Ich sag mal so, wenn die Voraussetzungen zu Hause gegeben sind, kann man jeden zu Hause betreuen. Ja. Es ist nur tatsächlich die Frage, wie viel können die Angehörigen mitleisten, weil ohne Angehörige geht es in der Regel nicht, ganz klar. Aber im Prinzip kann man jeden zu Hause betreuen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir haben, das, auch das habe ich jetzt mal mit in der Statistik drin gehabt, wir haben im Moment zwischen 1 und 2 Anfragen pro Monat vom Rettungsdienst, Notarzt, Rettungsdienst, wie auch immer, als Notfall. Tatsächlich. Ja. Wir versuchen das dann ja auch dann dort zu managen. Ja. Dass wir zum Beispiel den Pflegedienst engmaschiger mit einbeziehen, wenn schon einer da ist oder wenn noch keiner da ist, den überhaupt erst einmal mit einbeziehen. Ja. Und dann wird es schon ein bisschen entzerrt, dann schon das Ganze, so dass du es eigentlich schon gut aufstellen kannst. Wenn man dann im Hintergrund ist als für Krisen. Ja, das ist ja oft der Grund, warum dann Menschen anrufen beim DRK. Ne, weil dann irgendwie dann doch in Abendnot, man kann natürlich den Willen aussprechen, ich will nicht mehr ins Krankenhaus, aber wenn man mit einer akuten Abendnot konfrontiert ist oder auch als Angehöriger, dann muss man ja irgendwie handeln. Und wenn man da nichts im Hintergrund hat, wo man sich hinwenden kann, da bleibt einem nichts anderes übrig. Also, aber wenn man dann im Prinzip eingebunden ist, dann hat man ja A, gewisse Medikation auch für den Notfall, aber auch immer die Notrufnummer, wo man sich hinwenden kann. Und es gibt schon eine große Sicherheit, weil solche Notfälle passieren ja immer in der Nacht oder am Wochenende. Ja. Genau, und ich meine, es sind ja dann meistens Patienten, die wir dann sehen, wo wir dann dazu hingerufen werden, wo dann auch der Hausarzt, der nicht erreichbar ist und der ärztliche Bereitschaft sind schon zweimal nicht und dann die Leute im Prinzip bei uns anrufen. Ja. Und ja, oft ist es dann, wie gesagt, so, dass die Patienten über mehrere Wochen, Monate im Prinzip zu Hause irgendwie versorgt werden und dann doch irgendwann der Zustand so ist, dass wir dann ins Boot kommen. Ja. Und ich sag mal, das ist ja auch eine Prämisse, die wir uns sozusagen da als Ziel gesetzt haben. Es machen nicht viele Teams in Baden-Württemberg, dass sie am Wochenende zum Beispiel aufnehmen. Viele Teams sagen, nee, das machen wir nicht. Ja. Wir haben uns von Anfang an gesagt, für mich kann Palliativmedizin nicht Freitag um 15 Uhr enden und am Montag um 8 Uhr wieder anfangen. Ja, der Patient ist auch am Wochenende, wird der palliativ. Ja, ohne dass er dafür kann oder irgendwas dagegen machen kann oder so, wie du schon gesagt hast, da kommt plötzlich die Luftnot und was mache ich dann? Ja. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir sind kein Notarzt, wir fahren nicht Nacht um 3 raus, aber morgens um 8 sind wir da. Auch am Wochenende. Genau, und oftmals könnt ihr ja dann auch, dann gerade wenn nachts was ist, das schon mal überprüfen bis zum nächsten Morgen. Vielleicht könnt ihr uns ja schon mal anrufen und dann können wir ja schon mal alles managen. Ja. Und dann kommen wir am nächsten Morgen dann mit uns zu. Ja. So. Und bei uns ist es eben so, dass tatsächlich immer der Arzt, der Dienst hat, auch aufnimmt den Patienten. Weil wir gesagt haben, der Arzt muss ja entscheiden, was passiert weiter. Ja? Welche Medikamente gebe ich und, und. Deshalb ist der Arzt auch immer der, der dann aufnimmt. Werden. Also wir würden es jetzt mal so interpretieren, ob Sie auch Patienten ins Krankenhaus einweisen. Ob wir welche einweisen? Ja, machen wir, natürlich. Ja. Also wenn jetzt ein Patient tatsächlich zu Hause nicht mehr führbar ist, wir versuchen alles mit Pflegedienst und, mit Angehörigen.
Aber wenn man merkt, es ist zu Hause nicht mehr führbar, natürlich, dann weisen wir auch ein. Ja? Und da ist wieder genau der Wunsch des Patienten ist für uns maßgebend. Wenn der Patient sagt, ich will jetzt ins Krankenhaus, dann kommt er ins Krankenhaus, natürlich. Wenn der Patient uns aber sagt, auf die Situation gibt es, nein, ich gehe unter keinen Umständen ins Krankenhaus. Wir sehen aber eigentlich kein Angehöriger da. Pflegedienst lehnt da vielleicht auch noch ab, ganz alleine. Sie sind die Einzigen, die damit irgendwie noch dabei sind. Aber wenn das Wunsch des Patienten ist, dann wird es auch respektiert. Dann kann man ihm das zwar sagen und sagen, okay, es wird sein, dass du vielleicht irgendwann hier alleine stirbst. Dann sagt er oft ja, das ist dann so, das ist auch okay so. Und dann ist es der Wunsch des Patienten. Ja? Ja, also wir haben Seelsorge, sage ich schon, Supervision. Ja. Da sind wir auch verpflichtet, was auch gut so ist, aber wir haben Supervision und wir haben eine Supervision für das ganze große Team. Und da wir jetzt schon so groß sind, ist es manchmal fast zu groß. Und deshalb gibt es auch noch eine Supervision faktisch fürs Pflegeteam alleine dann. Aber ja, gibt es. Und manchmal gibt es natürlich auch einfach Fallbesprechungen unter uns. Also es gibt auch Teamsitzungen, regelmäßige und Qualitätszirkel und so weiter. Aber es gibt auch eine Supervision, um gewisse Dinge zum Beispiel dann aufzufangen. Ja. Ja, ja. Ja, also das ist natürlich auch immer das, gerade wenn die Versorgungsstruktur zu Hause sehr schwierig ist, dann ist natürlich das immer das Erste, dass man versucht, einen Hospizplatz zu bekommen. Aber das ist ja, Sie wissen selber, die Hospizplätze sind natürlich auch nicht in Massen gesät, sondern die sind halt auch sehr begrenzt. Und wenn man dann akut was braucht, ist es dann halt häufig dann auch nicht, steht es nicht zur Verfügung. Aber wir haben natürlich auch viele, die dann, wir hatten gerade gestern zum Beispiel einen Fall, da wurde ein Patient von seiner Ehefrau versorgt, der ging es aber gestern akut so schlecht, dass die Hausärztin sie ins Krankenhaus einweisen musste. Und so war die Versorgung für den Patient, der von uns versorgt wird, der Palliative ist, nicht mehr gewährleistet. Und dann haben wir im Prinzip Kontakt aufgenommen mit den umliegenden Hospizen und haben für heute einen Hospizplatz bekommen. Und der Sohn hat sich dann bereit erklärt, dann die Nacht zu überbrücken. Und da war jetzt heute Morgen nochmal die Pflegekraft vor Ort, hat einen Test gemacht, hat den Transportschein hingebracht, dass der heute ins Hospiz kann. Ja? Also wenn das möglich ist, das ist immer der erste Weg. Ja? Oder man guckt wegen Kurzzeitpflege oder so. Das ist natürlich ist ja auch nochmal eine Option. Genau, dass man da im Prinzip so die Möglichkeiten ausschöpft. Übernehmen würden. Also ich denke, damit ist nochmal diese intensive Sterbebegleitung über einen längeren Zeitraum gemeint. Ob wir das sinnvoll fänden, oder? Ja, wenn Sie, da Sie ja sowieso schon einen großen Teil der Versorgung übernehmen, dann eben. Sagen wir mal so, es ist in der Struktur, die wir haben, nicht so abgebildet. Also wir machen sowieso viele Dinge sozusagen schon so, weil wir einfach so Trauerkaffee oder so, das gibt es normalerweise auch nicht für SAP. Das machen wir einfach, weil wir sagen, wir finden es gut, eben Angehörigen auch im Nachhinein noch zu begleiten. Es gibt für viele Dinge überhaupt keine Abbildung bei SAPV sozusagen. Aber tatsächlich sozusagen 24 Stunden oder noch längere Begleitung zu Hause vor Ort, das ist tatsächlich nicht Sinn und Zweck von SAPV. Da müsste man dann sagen, man muss ein extra Team dafür aufbauen, sozusagen, die nur das machen, zum Beispiel. Ja, aber das sprengt unseren Rahmen tatsächlich. Also das ist auch nicht so der Wunsch, den ich erlebe, weil im Prinzip ist ja schon wichtig, dass sie begleitet werden und dass sie über die Abläufe, die da passieren, informiert sind. Und das reicht doch oft schon aus. Also ich wollte jetzt, wenn ich so an meine eigene Familie denke, ich wollte ja auch nicht 24 Stunden rund um die Uhr jetzt unbedingt jemand bei mir haben, sondern es reicht doch, wenn man im Prinzip, in der Regel reicht es, wenn da die Kontakte sind ja durchaus intensiv, dass man das dann auch bespricht mit den Angehörigen.
Und Sie können auch jederzeit anrufen und es kommt auch jederzeit jemand vorbei, wenn es Probleme gibt. Mhm. Also von daher ist es so nicht der Bedarf, den ich jetzt wahrnehme, so dass man da permanent vor Ort sein muss, sondern also im Prinzip, ich finde immer, das kommt einfach auch auf den Kontakt oder auf die Gestaltung des Hausbesuchs, wenn man vor Ort ist. Wenn ich das alles mit den Angehörigen oder mit dem Patienten bespreche, was er wissen will und ihm das gut nahebringen kann, dann ist es für ihn auch gut. Ja? Die meisten melden auch Tatsache zurück, einfach, dass sie halt sagen, es ist gut zu wissen, dass einfach 24 Stunden wirklich jemand erreichbar ist. Mhm. Ja? Selbst wenn einfach nur eine kleine Frage ist, wer. Ja? Und viele jetzt ja wirklich immer angenommen, Tatsache. Und das ist für den der Rückhalt. Ja. Und viele probieren das dann auch wirklich aus. Sie rufen dann nachts um 10 an und sagen, oh, jetzt bin ich mal so unsicher, also ich habe mir jetzt Bedarf gegeben, wenn jetzt nochmal was wäre, kann ich dann nochmal geben. Und wenn die dann wissen, da geht wirklich immer jemand dran und gibt kompetente Auskunft. Also das gibt schon wirklich welche, die das testen, das aus, sind die wirklich erreichbar. Ja? Aber dann ist auch gut. Ja? Und es gibt natürlich auch solche, die rufen immer wieder an, weil sie sich nicht trauen, die Bedarfsmedikation zu verabreichen. Die brauchen immer das Go. Sie machen das dann auch. Aber sie brauchen immer den Kontakt, ob das wirklich in Ordnung ist und so sieht es aus. Und das ist ja auch in Ordnung. Dafür ist ja dann auch die Rufbereitschaft da. Es gibt auch Pflegeheime, die dann sagen, ja. Wir wollen aber trotzdem, bevor wir das spritzen, nochmal bei euch anrufen. Dürfen wir das auch wirklich? Ja, ist okay. Ja, dürfen da anrufen, brauchen einfach nochmal den Rückhalt, dass sie das jetzt machen können. Mhm. Dafür, dass sagen, die Indikation mit Medikamenten, was zum Beispiel, dass jetzt aus Versehen jemand sich das selber initiiert oder was auch, also der Missbrauch mit Medikamenten. Gibt es bei uns nicht. Also, das ist auch tatsächlich interessant. Man könnte ja sagen, der Patient oder die Angehörigen, die haben so viele Medikamente da, Opiate und. Sie erleben bei einem Palliativpatienten nie Missbrauch. Im Gegenteil, Sie müssen eher immer sagen, nehmen Sie doch ein bisschen mehr. Es gibt da keinen Missbrauch, haben wir noch nie erlebt. Ja? Ein Testchen von der neuen Hochkalade, war da auch BTM-mäßig was drin? Ja, wie wird es denn dann aufgeschrieben? Weil das muss ja eigentlich mit um die Notfallset, oder? Wenn es um wie viel Uhr quasi was gegeben wurde, muss jetzt BTM auch mit getragen werden, was dann quasi ja wann wegbekommt, also dann welchen Tag. Wird es dann kontrolliert einfach, wie viel raus ist und dann wird es eingetragen? Bei uns wird eingetragen und ausgetragen, was wir aufnehmen, was wir ausgeben. Aber was der Patient oder der Angehörige zu Hause, Pflegeheim ist was ganz anderes, ist klar, da ist jeder verpflichtet einsam und so weiter. Das ist ja logisch. Aber was zu Hause verbraucht wird, muss nicht dokumentiert werden. Ja? Sondern wir sehen dann, was wir rezeptieren und wie viel hat der Patient tatsächlich bekommen. Da gibt es extra diese Liste, wo die Angehörigen dann eben schreiben sollen, wann sie was gegeben haben. Das ist ganz und zwar super. Vor allem, dass wir sehen, wie viel Bedarf hat er überhaupt, müssen wir die Medikamente anpassen. Aber es muss nichts dokumentiert werden seitens der Angehörigen oder so, wie man das jetzt vom Pflegeheim oder Krankenhaus kennt oder so. Ja? Sondern es wird nur bei uns der Eingang und der Ausgang bei uns dokumentiert. Mhm. Ja. Aber dadurch man ja immer zeitnah die Hausbesuche ja auch planen, dann kann man das ja genau nachvollziehen, wie viel wurde jetzt zusätzlich noch gegeben bei Bedarf, müssen wir da noch mal was anpassen. Das ist halt bei uns, da muss halt mit Datum anpassen. Ja, genau. Ja. Aber im häuslichen Bereich müssen Sie das nicht. Wir sehen ja natürlich, weil in der Regel werden ja die Rezepte von uns ausgestellt, dadurch sehen wir natürlich tatsächlich, was hat der Patient tatsächlich an Bedarf? Oh, der hat letzte Woche erst 50 Stück genommen. Da müssen wir jetzt mal nachhaken zum Beispiel. Genau, und dann ist die Medikation vielleicht beim Pflegedienst oder bei der Tochter, die auf die Seite gestellt hat. Also das fällt dann schon durchaus auf, wenn dann jetzt sag mal, nochmal das gleiche BTM in kurzen Zeitrahmen nochmal verordnet wird. Also da guckt man natürlich, muss man da sensibel mit umgehen. Genau. Wir können ja bei unserem System überall wirklich zugreifen, auch die Pflegedienst, also auch die Pfleger, die praktisch gesagt Rufdienst haben, ja,
Die haben immer alle Patienten wirklich und können alles genau von Anfang an nachvollziehen, auch welches Rezept von Anfang an ausgestellt wurde. Also man hat wirklich immer zu kriegen genau einen Ablauf. Der Musiktherapie. Die kann kommt da jetzt jemand und spielt dem Patienten was vor? Zum Beispiel, also ist ein Musiktherapeut, ausgebildeter Musiktherapeut, der für verschiedene Leute sozusagen arbeitet und bei uns eben auch einen Kooperationsvertrag hat. Der kommt mit verschiedenen Musikinstrumenten, der singt auch, der kommt mit verschiedenen Sachen und je nach Wunsch des Patienten dann singt der, spielt der was oder. Er macht vor Ort Musik. Genau. Okay, dann bei meiner Oma damals in die Rezept waren BTMs in der Menge, da die gesamte Familie Suizid begehen. Dann kommt es vor, dass dann Patienten selbstbestimmt Suizid begehen? Ja. Oder ist es wirklich so, dass die das für sich nutzen, dass in dem Bedarf, den sie brauchen, und dann einfach in Anführungszeichen natürlich sterben? Genau, das ist das, was ich vorhin gerade gemeint habe. Okay. Wir haben das noch nie erlebt, dass ein Palliativpatient mit diesen Sachen, wo man tatsächlich sagen könnte, nein, das könnte er ja locker damit Suizid machen. Ja? Nein, passiert nicht. Im Gegenteil, meistens nehmen die eher zu wenig. Ja? Und auch Patienten, die vielleicht mal sagen, naja, wenn ich nicht mehr will, dann ist Tuck. Ja, dann will ich nicht mehr und dann höre ich auf und dann beende ich mein Leben. Haben die noch nie Suizid, haben wir noch nie erlebt. Ja? Die Patienten sind eher vorsichtig und restriktiv und halten aus. Und wo wir eher sagen müssen, sie haben doch die Möglichkeit, da steht der Bedarf, sie dürfen das so und so oft am Tag nehmen, nutzen sie es doch. Tatsächlich noch nie. Spricht ja wirklich dafür, dass wir ein selbstbestimmtes, suffizientes Leben möglich ist. Genau, ja, so ist es. Ja. War noch einmal die Frage nach der Notfallnummer, aber das wurde jetzt dann schon selbst geklärt, also weil es nicht so gut ist, war online, aber es ist jetzt schon gepostet worden. Und dann ist nur noch eine Frage, und zwar, ob Sie sagen können, wie lange Sie im Durchschnitt Ihre Patienten bleiben. Also, die Bandbreite, oder? Das ist eine riesen Bandbreite von, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, die längste Patientin, die wir jetzt haben, ist 2 Jahre in der Versorgung. Die kürzesten Patienten sind ein paar Stunden. Und das ist leider was wir gar nicht schön finden, weil wir sind dann wirklich nur noch so als Feuerwehr unterwegs. Und es wird immer mehr, also auch in diesem Jahr, hat die Zahl der Versorgungstage nochmal abgenommen. Wir waren im letzten Jahr im Durchschnitt bei 11 Tagen und sind es jetzt noch bei 7. Und da ist natürlich die, sage ich mal, 2 Jahre dabei ist, die hebt den Schnitt dann noch enorm. Ja? Also da kann man sich überlegen, wie kurz wir teilweise wirklich begleiten, was uns gar nicht gefällt. Weil wie gesagt, es ist tatsächlich nur noch, man kommt sich nur noch wie als Feuerwehr vor. Man ist so in den letzten Stunden oder Tagen noch dabei und versucht irgendwie noch was zu retten. Ja? Deshalb stehen wir hier, weil wir sagen, das ist ja eigentlich gar nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen ja eigentlich den Patienten noch eine gute Zeit in den letzten Wochen möglichst oder auch Monaten geben, die sie auch haben könnten. Viele Angehörige sagen uns wirklich dann, ach Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie schon viel früher geholt. Ja, bitte, ja. Und spielen es dann eher Patienten, die jetzt für Kurzversorgung wie aus dem stationären Bereich kommen, aus dem Krankenhaus, oder sind es dann? Meistens tatsächlich von, egal, Hausärzten, von Patienten selber, von Angehörigen angemeldet, die dann eben wirklich kurz vor dem Versterben sind. Ja. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für den wirklich sehr, sehr guten Vortrag. Und ich denke, für uns natürlich jetzt auch immens wichtig, weil es wird immer mehr, das beobachten wir ja auch, dass die Palliativversorgung oder auch die palliativen Patienten, die gerade im ambulanten Bereich zunehmen. Und wir finden es sehr gut, dass es dann so Leute wie Sie gibt. Und ich denke, wir werden uns dann vielleicht zukünftig häufiger sehen. Und
bedanke mich recht herzlich und euch dann einen schönen Abend. Es sind auch, es ist noch Infobroschüren, sind noch da. Wir würden die hier in Heidelberg lassen oder würden die auch nächste Woche dann mal per Warenpost auf die Waren schicken. Ja. Gerade jetzt auch mit dem Ausweis und dem Versorgungsgebiet und auch die Nummer. Mhm. Das würden wir euch dann im Laufe der nächsten Woche gerade mit der Warenpost zukommen lassen. Wenn Sie noch mal was brauchen, wenn Sie gerade anrufen, dann können wir gerne noch mal was vorbeibringen. Vielleicht noch mehr Rückmeldungen von Assistenten, die jetzt ja nicht hier präsent sind. Also wir hatten, ich glaube, zu 32 Teilnehmer, also auch, glaube ich, ja, ein ganz guter Teilnehmerkreis. Ja. Und ja, die alle ja, sagen weiter so, tolle Sache. Also, ja, danke. Präsent. Super, danke schön. Das freut uns natürlich. Ja. Genau. Vielen Dank. Gut. Gerne. Dann reden Sie. Ja.